Danke, ich bin okay. Crockett. Würden Sie bitte in mein Büro kommen. Gleich. Ich war nur besorgt. Wo waren Sie gestern? Ich bin nach Atlanta gefahren, um meinen Jungen zu sehen. Sie haben nicht angerufen. Komisch, das hat meine Ex-Frau auch gesagt. Haben Sie sich abgesprochen? Sind Sie drinnen oder draußen? Sie sagten, ich könnte ein paar Tage freinehmen. Das habe ich getan. Ich hätte anrufen sollen, das habe ich nicht getan. Tut mir leid. Ich bin zurück. Keine Außeneinsätze. Das können Sie nicht machen. So steht die Abteilung also hinter mir. Wunderbar. Ein paar Bürgervertreter wirbeln etwas Staub auf und daraufhin sitze ich den Winter über in meinem Büro. Ist das so? Die Dienststelle hat Sie entlastet. Also, bin ich im Reinen. Mit der Dienststelle. Aber nicht mit der Gemeinde. Nicht mit sich selbst, Sunny. Die Lello hat sie angerufen. Was soll ich ihm bitte sagen? Sagen Sie mir, was ich ihm sagen soll! Sie sollten mal da oben sein. Ich habe den Jungen angeschossen. Es war meine Waffe. Er stirbt vielleicht. Ich kann sie nicht mehr in den Lauf zurückholen, die Kugel. Und nichts, was Sie sagen oder sonst jemand sagt oder ein Psychiater sagt, ändert irgendwas daran. Sie können den Kopf in den Sand stecken und sich in Schuldgefühlen verlieren. Es ist meine Verantwortung. Ich bin verantwortlich. Und wenn ich es nicht bin, wer zum Teufel dann? Wer ist es? Na gut. Die Kugel verließ die Waffe. Es war ihre. Ihr Finger war am Abzug. Sie haben abgedrückt. Gut. Leben Sie jetzt mit dieser Verantwortung. Es wird Narben hinterlassen, sie älter machen, innerlich verzehren. Und das sollte es auch. Aber sie haben eine Arbeit zu machen, die ihnen was bedeutet. Viele Menschen verlassen sich darauf. Es gibt Menschen, denen liegt was an ihnen, so wie mir. Verlieren Sie sich nicht. Machen Sie weiter.